Nicht alle aktuellen Loks und Wagen fanden in unserem Film Modellbahn Neuheiten 2024 Platz. Die Zeit war einfach zu knapp. Deshalb wollen wir hier noch einige neue Schienenfahrzeugmodelle vorstellen. Beginnen wir mit einem ganz besonderen Personenwagen, der bei Märklin und Trix auf die H0-Gleise rollt. In einem großen Abteil war das Kinderland mit Spieltischen und einer Rutsche. Der Wagen fuhr in den 1980er Jahren im DB Fernexpress Königssee zwischen Berchtesgaden und Hamburg-Altona. Auch der Halbspeisewagen und der erste Klassewagen sind neu im Sortiment. Mit weiteren neuen Wagenmodellen und der E-Lok 120.1 kann so der FD Königssee originalgetreu gebildet werden. Diese Lok hat gleich zwei liebevolle Kosenamen: Tigertrommel oder auch Wumme. Das weitgehend aus Metall gefertigte Modell zeigt sich im Betriebszustand von 1994. Ein DB-Logo kann angebracht werden. Entsprechende Schiebebilder liegen bei. Auf dem Dach ist noch der Schalldämpfer sowjetischer Bauart zu sehen. Als Modell viel größer ist die HGE 44 der Matterhorn-Gotthardbahn im Maßstab 1:22,5 von LGB. Das Modell der Zahnradlok entspricht der Epoche 6 mit der Sonderlackierung passend zum Glacier Express, dessen Panoramawagen als Wiederauflage erscheinen. Bei der Lok wurde der Wechsel von Normal- auf Zahnradbetrieb neu konzipiert. Wir bleiben in der Schweiz, wechseln den Maßstab zu H0M und gehen dafür zu BEMO. Der Capricorn der Rätischen Bahn rollt im Champagner-Design über die Modellgleise. Etwas länger mussten die Kunden auf die GE24 in der Nenngröße 0M warten. Gerade bei so großen Fahrzeugen wie es einer GE24 oder bei einem Capricorn, da hat man zum Teil Entwicklungszeiten von 2 bis 3 Jahren. Und das ist überhaupt gar keine Seltenheit, weil so viele Teile aufeinander abgestimmt werden müssen. Und dann versucht man eben auch ein Stück weit zu erklären, was wir hier tun, was wir machen. Und dass es absolut nicht in unserer Absicht ist, die Kunden zu verärgern oder sonst irgendwas. Auch der erste vierachsige 0M-Güterwagen von BEMO ließ auf sich warten. Nun ist er aber fertig. Und soll im Laufe des Jahres ausgeliefert werden. Alles makellos, bis auf die Zurrgurte. Die sind beim Vorserienmodell noch nicht ganz korrekt angebracht. Bei Brava erscheint die Baureihe 44 als ölgefeuerte Variante der Deutschen Reichsbahn in H0 in der Epoche 3. Der OMM 55 kann als erster europäischer Standardgüterwagen bezeichnet werden. Auch europaweit eingesetzt werden die Teleskophaubenwagen für den Transport von Stahlblechrollen, genannt Coils. Gleich für mehrere Epochen und Bahnverwaltungen erscheinen die sogenannten Schürzenwagen. Komfortable Personen- und Speisewagen. Ende der 30er Jahre entwickelt und bei der DB bis in die Mitte der 70er Jahre im F-Zugnetz, später in D-Zügen im Einsatz. Auch bei der Deutschen Reichsbahn verblieben nach dem Zweiten Weltkrieg mehrere Wagen. Wie auch bei den ÖBB und der SNCF. Wir wechseln wieder die Nenngröße. Bei Limiso erscheinen eine Diesellok und Wagen der Harzer Schmalspurbahnen im Maßstab 1:160, Nenngröße NM. Neben den sogenannten Sargdeckelwagen aus den 20er Jahren wird es Neubauwagen geben, gebaut 1993. Ganz klein wird es mit der Nenngröße T, Maßstab 1:450. Hier ist eine Baureihe 132 angekündigt.
Mit PMT reisen wir auf Schmalspurgleisen durch Sachsen. Für 2024 sind 4 Wagen des 1K-Museumszuges in der Nenngröße H0E als Deko-Varianten in Mahagonibraun mit gelben Anschriften angekündigt. Als Formvariante rollt die preußische T7 ins Bild. Das H0-Modell wird die Loknummer 896401 tragen. Bei Pico sehen wir ein Produktionsmuster der Baureihe 913 der Deutschen Reichsbahn in der sogenannten Baugröße G, Maßstab 1:22,5. Zubehör für die Gartenbahn gibt es bei Modellbau Hein. Schilder und Signaltafeln werden aus wetterfestem Kunststoff gefräst. Umfangreich ist auch das Material für den Eigenbau, zum Beispiel von Gebäuden. Gleise und Weichen gibt es von der Normalspur bis zur Feldbahn. Die Gebäude sind meistens Bausätze, aber einfach zu montieren. Und dann gibt es noch Umbausätze für Lokomotiven. Was ich persönlich auch sehr hübsch finde, ist die Moppe. Ist ein Umbausatz für die Steins von LGB. Das ist quasi von LGB die Urlok. Und jeder, der LGB fährt, hat so eine Steins irgendwo in seinem Keller noch rumstehen mindestens. Und das Vorbild existiert so nicht. Das ist quasi ein Freelance-Modell. Ist aber angelehnt an die Meppel von der Preßnitztalbahn, der Museumsbahn in Sachsen. In Sachsen zu Hause ist die Firma Kress nicht nur bekannt für liebevolle Motorradmodelle. Der gläserne Zug in TT Maßstab 1:120 erschien bereits in verschiedenen Ausführungen. Jetzt ist er auch in Epoche 3. Deutsche Bundesbahn lieferbar. Wir haben viele sehr treue Kunden, die, ich würde schon fast sagen, eigentlich jedes Modell kaufen, was wir bauen. Wirklich Sammler, die viele VT18 haben und jede neue Variante auch mithaben wollen. Das ist bei uns auch so, ja. Modelleisenbahn ist eben ein sehr emotionales Hobby. Die Produkte sind zwar nicht billig, aber es steckt immer mehr Elektronik in den kleinen Fahrzeugen. Und die Detaillierung wird auch immer weiter vorangetrieben.